45 Jahre Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Actuellement une menace pour l'unité. Die grauenhaften Verbrechen. Und jeder Deutsche. Советские правительства убеждены. Mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen. Wir wissen ganz genau, wenn der Schlag auf England niedersaust, dann wird England. Man kann keinen Krieg mehr gewinnen. Das Jahr 1954. Folgendes passierte in der Welt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Bern siegte Deutschland 3:2 gegen Ungarn. Die UdSSR erklärte die DDR für souverän und nach dem Ende der Westbesatzung trat die Bundesrepublik der Westeuropäischen Union bei, welche die Spaltung Deutschlands vollzog. Im gleichen Jahr erfolgte die Gründung der heutigen Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau Land EG. Am 21. November 1954 gründeten 75 Kollegen der Wismutwerke Keinsdorf und Grossen die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Ernst Thälmann. Vorangegangen war bereits eine Anfrage des Kreisvorstandes an Rosa Thälmann, ob sie der Namensnennung zustimmen würde, was sie bejahte. Als erster Vorsitzender der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Ernst Thälmann wurde Herr Baumgarten benannt.